Korridors. Euer Pokent, das ist ein kleinbleibender Panzerwelt, so um die 5 bis 6 Zentimeter groß. Ist ein sogenannter Kurzschneuzer oder Rundhauber, wie wir mittlerweile auch sagen. Und kommt endemisch im Oyapock-System vor. Das heißt, ob er im Oyapock selber rumschwimmt, weiß ich gar nicht, aber man findet ihn in sämtlichen Nebenbächen auf der linken und der rechten Seite dieses großen Flusses. Meistens findet man kleine Trupps, 5, 6, 7, 8 Tiere, über sandigem Grund, im Strömungsschatten von großen Felsen oder in kleinen Buchten, wo sie eigentlich den ganzen Tag dabei sind, nach Futter zu suchen. Man findet sie auch über Mulm, also in ganz extrem strömungsarmen Ecken, wo sich tatsächlich Mulm ansammelt. Auch da sind sie unterwegs. Man findet sie dort auch tagsüber beim Fressen, nachts auch beim Schlafen, weil diese Stellen meistens auch sehr flach sind. Größere Ansammlungen findet man allerdings auf einem sandigen Untergrund, der eher nicht so sauber ist, gemischt mit Detritus, mit Mulm. Und da findet man manchmal auch wirklich große Mengen von 20, 50 oder bis zu 100 Tieren. Und in der Nähe solcher Stellen findet man oft große Laubhaufen. Und klar, in diesen großen Laubhaufen ist natürlich alles Mögliche zu finden an Leckereien für diese Tierchen. Die sind also ständig dabei, dieses Laub zu durchpflügen. Aber manchmal kann man auch beobachten, wie diese Tiere in diesen Laubhaufen ablaichen. Das heißt, die Weibchen schlussendlich die Eier zwischen den Laubblättern verstecken. Und ich habe die Tiere schon jahrelang zu Hause gehalten und mit der Nachzucht hat das nie so wirklich richtig geklappt. Wenn andere Welse nach dem Wasserwechsel anfing, unruhig hin und her zu schwimmen und die Eier meistens dann auch an die Frontscheibe geklebt hatten, wo man sie relativ bequem absammeln konnte, um sie dann in Aufzugsschalen zu überführen, wo man dann ein paar Tage warten musste, bis die Larven aus den Eiern schlüpften. Und es macht Spaß, sowas natürlich, aber es macht auch Arbeit, ne? Man muss also ständig dabei sein, die Schalen sauber halten, den Boden rund absaugen und den kleinen Schalen auch Wasser wechseln regelmäßig. Und damit solche Tierchen was werden, muss man also auch mindestens dreimal am Tag füttern. Ist also mit dem entsprechenden Aufwand verbunden. Nachdem ich also das beobachtet hatte, dass durchaus die Corydoras-Weibchen ihre Eier in dem Laub versteckten, habe ich dann zu Hause mir so ein 80-Liter-Aquarium genommen und habe da richtig viel Laub reingepackt, überwiegend Buchenlaub, was ich im eigenen Garten sammeln kann. Und man muss da auch ein bisschen mehr haben, es ist nur ein paar Handvoll Laub. Also so ein 80-Liter-Becken, da passen schon so ein paar Eimer voll Laub rein, damit er auch eine richtig vernünftige Schicht sich ergibt. Ja, und wenn man dann ein bisschen wartet, dann entdeckt man tatsächlich irgendwann die ersten Laichkörner. Meist sind die natürlich unter den Blättern versteckt und dann sieht man sie nicht, wenn man nicht nachsucht, aber manchmal sieht man sie auch tatsächlich sichtbar oben drauf kleben, wie hier in diesem Bild. Und wenn man da ein bisschen wartet, ja, dann hat man irgendwann jede Menge Jungfische in diesem Laubbecken. Man hat keine Arbeit damit, man füttert also ganz normal die Alttiere mit allem, was sie gerne mögen. Und man muss natürlich dann sehen, dass man feines Staubfutter dazu gibt, beziehungsweise frisch geschlüpfte Artemia-Naubchen, damit auch die ganz kleinen, frisch geschlüpften Larven vernünftig was finden. Wenn man dann nicht extra zufüttert, kommen zwar auch immer ein paar Jungtiere hoch, die finden immer irgendwo was in dem Laub, aber dann ist das schon ziemlich mager mit der Ausbeute. Und wenn man das so macht, wie gerade beschrieben, dann kann es durchaus sein, dass man in kürzer Zeit zwischen 50 und 100 Jungtiere hat und zwar in allen möglichen Größen, ne? Von frisch geschlüpft bis, weiß ich, sagen wir mal, 2,5 Zentimeter. Ja, und dann macht man ein neues Laubbecken, fängt die Zuchttiere raus und lässt die Kleinen da, wo sie sind und lässt sie weiter abwachsen. Und so macht das Spaß und im Grunde genommen keine Arbeit.